weil wir denken, dass 2023 auch die Flexibilität der Asset-Allokation und eben diese unkorrelierten Renditen den Schlüssel geben werden, um wirklich positiv performen zu können. Herzlich willkommen aus Mannheim beim Fondsprofessionell-Kongress. Wir diskutieren mit vielen Portfolio-Managern über verschiedene Themen. Natürlich das aktuelle Marktumfeld, ein großes Thema. Martin Lenger, KOL Capital, eine spezialisierte Alternatives-Boutique aus Frankfurt. Auch ihr habt natürlich mit der Krise zu kämpfen auf verschiedenen Ebenen. Ihr habt ein Liquid Alternatives-Produkt. Ist das jetzt ein gutes Umfeld für Liquid Alternatives oder doch eher ein schwieriges Umfeld? Wie ordnest du das ein? Ja, Tim, das ist ganz richtig. Also das Umfeld, das hat viele Turbulenzen und Herausforderungen mit sich gebracht. Aber wir konnten trotz des Umfelds oder gerade auch wegen des Umfelds mit unserem Liquid Alternatives Produkt, dem Quint Global Opportunities, hier profitieren. Das liegt daran, dass Liquid Alternatives aktive Fondsstrategien sind. Und die Essenz ist, hier wirklich zu versuchen, in sowohl steigenden, fallenden, aber auch seitwärts tendierenden Märkten positive Renditen zu erzielen. Und das gelingt meistens durch flexible Asset-Allokationen, aber auch durch ein besonderes Augenmerk auf Absicherungsstrategien. Und wenn man das mal auf die Investorenseite übersetzt, dann sind Liquid Alternatives vor allem aus drei Perspektiven interessant. Zum einen die Reduktion der Volatilität. Zum anderen eine Diversifikation von Renditequellen. Und letztlich ist es so, dass auch durch die Optionsstrategien eine Flexibilität ins Portfolio kommt, die man mit starren Anlagestrategien einfach sonst nicht realisieren könnte. Und wie hat diese Flexibilität im letzten Jahr genutzt? Weil das war ja noch ein besonders schwieriges Umfeld auch teilweise. Wie konntet ihr da abschneiden? Die flexible Aktienfondsstrategie vom Quint Global Opportunities hat letztes Jahr wirklich gut abgeschnitten. Das liegt vor allem daran, dass der Fonds auf einem Multistrategiekonzept aufbaut. Das heißt, wir kombinieren hier insgesamt vier Substrategien. Im Kern des Ganzen haben wir eine Smart Beta Strategie, die mal mehr, mal weniger marktneutral aufgestellt ist. Und um diesen Kern herum kommen dann drei Renditestrategien hinzu. Das sind zum einen antizyklische Positionierungen in Rohstoffen. Auf der anderen Seite haben wir Optionsstrategien, die uns helfen, sowohl unsere Quoteneffizienz zu steuern, als auch Optionsprämien einzuvernehmen. Und als dritten Punkt haben wir die fundamentalen Opportunitäten in Einzelaktien. Das heißt, das ist vor allem ein wirklicher Baustein, in dem wir versuchen, unkorrelierte Renditen zu finden. Und das hat letztes Jahr wunderbar funktioniert und das waren die Erfolgsfaktoren für 2022. Jetzt sind in diesem Jahr die Zinsen wieder zurück, kann man sagen. Viele Investoren allokieren auch wieder stärker im Anleihebereich. Jetzt stellen sich natürlich viele Investoren möglicherweise zu Recht die Fragen, warum soll ich noch Liquid Alternatives, die nicht ganz einfach zu verstehen sind, vielleicht allokieren und nicht einfach eine kurzlaufende Staatsanleihe für ein paar Prozent Rendite? Das ist ganz richtig. Wir sehen den Trend auch, dass Investoren jetzt dahin gehen, mehr und größere Bondpositionen aufzubauen und wir nutzen diese wiedererstarkte Renditequelle auch selbst, aber gerade das letzte Jahr hat uns gezeigt, dass der Anleihemarkt durchaus mit großen Risiken behaftet ist und dass allein Anleihen für sich allein schon in Portfolios große Drawdowns verursachen können. Das heißt, wir versuchen hier mit den Liquid Alternatives wirklich eine Beimischung von Diversifikation im Portfolio zu schaffen und das ist so, wenn man wirklich sich mal den Anleihemarkt im Moment anschaut und die breite Unsicherheit dahinter verstehen will, dann zeigt es einem zum Beispiel auch der Volatilitätsindex der Anleihen, der in den letzten Wochen Werte erreicht hat, die gab es zuletzt in der Finanzkrise 2008, 2009. Das heißt, wir setzen hier darauf, auf diese neue Renditequelle oder wiedererstarkte Renditequelle noch eine diversifizierende Strategie draufzusetzen. Volatilität war an den Anleihemärkten fast schon höher als bei den Aktienmärkten teilweise in den vergangenen Wochen. Wie geht ihr damit um, sowohl bei der Aktien- als auch bei der Anleihevolatilität in eurer Strategie? Richtig, das ist eine gute Frage. Wir gehen davon aus, dass die Volatilität weiter anhält und dass die Märkte weiter wirklich herausfordernd sein werden. Und das liegt vor allem an den großen Veränderungen auf der makroökonomischen Ebene, die gerade stattfinden. Sei es jetzt wegen Anpassungen der Geldpolitik oder wegen unerwartet hohen Inflationszahlen. Da tut sich wirklich viel und der Markt scheint im Moment zu versuchen, das richtige Preismoment zu finden für diesen Balanceakt, den die Zentralbanken, aber auch die
Fiskalpolitik in vielen Ländern haben, nämlich zwischen Inflationsrisiken auf der einen Seite und Rezessionsrisiken auf der anderen. Und wir sind hier eben überzeugt davon, dass der Ansatz im Quint wirklich gute Chancen bietet. Das liegt an diesem flexiblen Multi-Strategie-Konzept, das wir verfolgen, weil wir denken, dass 2023 auch die Flexibilität der Asset-Allokation und eben diese unkorrelierten Renditen den Schlüssel geben werden, um wirklich positiv performen zu können und Investoren auch die neuen Renditequellen oder alternative Renditequellen und Diversifikation bieten zu können. Insofern mit einem Multi-Strategie-Ansatz trotz oder vielleicht auch gerade aufgrund des neuen Zinsumfelds weiterhin eine Diversifikation fürs Portfolio liefern, sagt Martin Lenger von KJL Capital. Vielen Dank für deine Einblicke. Danke, Tim.